Hey und willkommen hier zum dritten Speedbuild zum Elfengarten hier in Die Sims 4. Das ist der kommentierte Schnelldurchlauf zu unserem Livestream, den wir hatten, dem dritten Livestream zum Elfengarten. Ja, momentan jeden Samstagabend so mal grob eingeplant bauen wir hier weiter. Und das Ganze gibt es jetzt auch im kommentierten Schnelldurchlauf, weil sich viele gewünscht haben. Ja, stundenlang hier Livestream-Aufzeichnung, habe ich gedacht, okay, ist vielleicht ganz cool, wenn man da ja dann doch nochmal so ein Speedbuild draus macht. Und das Ganze gibt es jetzt hier und wir haben hier nochmal geguckt, ob wir nicht doch nochmal den Zaun hier ändern, ne? Weil viele haben geschrieben in den Kommentaren dann, ja, mach doch den, nimm doch den, der ist viel schnörkelig schöner und so, und wir haben das gemacht und jetzt gibt es hier noch die Schmetterlinge. Heute in dieser Folge insgesamt gibt es auch noch den magischen Pool hinter dem Druiden Elfenhaus und wir machen hier so ein bisschen Felsarbeiten an diesem, ja, in diesem Wasserfall, der noch jetzt hier komplett Baustelle grob ist. Wir haben das hier probiert mit den Steinen. Das sind die Steine aus diesem Autoleben, dem ersten Gameplay-Pack für Die Sims 4 und die kann man vergrößern mit dem Vergrößerungs-Cheat, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Guckt mal in die Tipps und Hilfen-Playlist hier im Channel und ja, da findet ihr dann Tutorials zu diesem Thema und zu weiteren Cheats für Die Sims 4 und die kann man so in der Höhe verschieben dann auch und vergrößern und dann kann man da eine schöne Felswand machen und ja, heute geht es auch noch weiter. Erstmal die Kommentare so ein bisschen abarbeiten, ist das am Anfang immer. Es ist so klasse, dass da so viele mitfiebern und die Ideen teilen mit uns und es macht so viel Spaß jedes Mal, dieser Livestream. Ich freue mich die ganze Woche immer drauf. So, also hier gibt es auf jeden Fall mal die Vorhänge, ne? Das haben viele gesagt, mach hier auf jeden Fall Stoffbahnen hin. Das machen wir. Ja, na klar. Und jetzt hatten wir noch eine tolle Idee und zwar von der Sarah, die auch immer mal wieder mit dabei ist hier beim Elfengarten. Und zwar, ja, wir haben erstmal den Boden hier natürlich gemacht. Das ist hier, ja, das ist so ein Haus. Das ist nicht wirklich ein Haus, ne? Wir wollten keine Wohnung da irgendwie einrichten. Aber wir haben schöne Säulen genommen, so Holzsäulen und da so die Kerzenhalter drin versteckt. Dann sieht das so aus, wie wenn die Kerzen ja, an dieser Säule quasi rauskommen, an der befestigt sind und nicht an so einem Kerzenständer eben. Und das ist ja geil, oder? Das ist richtig schön. Und das war eine sehr, sehr coole Idee. Wir haben die noch so ein bisschen gedreht, damit die nicht so symmetrisch aussehen, sondern mehr so frei. Und jetzt gibt es überall auch nochmal diese Holzsäulen. Da müssen wir natürlich den ganzen Raum dann auskleiden, damit das besser aussieht und einfach ja, zusammenpasst hier. Und ja, da, das Treppengeländer, natürlich, ne? Leider gibt es dieses aus, das, was wir genommen haben bei der Brücke, das ist, glaube ich, aus Zelt für Freunde. Das gibt es leider hier nicht als Treppengeländer, aber ja, gut. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal diese Ruinenstücke genommen, die sind aus Zelt für Freunde ebenso. Und da kann man richtig schöne Balkongeländer mitmachen. Und dann haben wir uns überlegt, hey, wir nehmen hier aber mal so einen schönen rausstehenden Balkon. Und weil die Dinger so ein bisschen zu breit sind, haben wir gedacht, okay, wir machen hier Säulen hin an die Ränder von diesem Haus, damit das besser aussieht und ja, dann sind die da oben ja, die gucken da oben ja raus. Ne? Auf der anderen Seite haben wir das letztes Mal schon gemacht. Da haben wir überlegt, hey, da stellen wir doch irgendwelche Lampen hin. Das sieht so ein bisschen elfisch aus, elbisch, whatever. Und da haben wir lange, lange mit euch diskutiert im Chat und geguckt, was gefällt euch denn, was gefällt uns denn so. Das war total witzig. Und wir haben das, glaube ich, 10-mal geändert oder so. Wir haben noch probiert, hier so andere Lampen irgendwie zu finden, um das ganze Gebäude so ein bisschen schnörkeliger zu machen, sag ich mal. Und jetzt haben wir eine Idee gehabt und zwar mit diesen Lampen, weil die sind auch so ein bisschen, ja, es sind eigentlich so ein bisschen orientalische Lampen, muss ich sagen, aber die wirken, die leuchten so schön, ne, und die haben so eine schöne Farbe auch und auch so ein Geraffel da quasi dran und das wirkt dann auch so ein bisschen schnörkelig für die Elfen und das fand ich dann ganz cool und das haben wir dann so quasi als Abstimmung freigegeben, das war total klasse und jetzt haben wir noch was anderes probiert hier nochmal, das fanden wir aber, haben wir gleich wieder weggemacht und gleich nochmal geguckt und ich fand die ganz gut, weil die kaschieren die Säulen eben, weil die Säulen, die gucken da oben raus und wir müssen irgendwas nehmen, um die zu kaschieren, ne? Und ich fand die richtig schön, vor allem Ding bei dem Licht und die sind auch so ein bisschen rostbraun, so ein bisschen orange, wie auch dieses Dach, deswegen passt das auch ganz gut zusammen und wir haben natürlich eine schöne Beleuchtung auf dem Dach, ne? Und ja, deswegen haben wir die jetzt erstmal genommen. Hier hinten, da kommt jetzt dieser magische Pool hin, wow, der ist so klasse geworden. Da vergrößere ich erstmal so, dass die Platte hier oben und wir haben uns erst gedacht, okay, wir machen da oben einen Garten. Es ist ja Elfengarten, wir brauchen mehr Grün. Dann habe ich hier diese Felsen hier erstmal grob platziert. Die werden natürlich noch schön gemacht, haben wir bis heute noch nicht schön gemacht. Aber dass wir hier auf jeden Fall mal auf dieser Ebene, auf diesem Fels hier bleiben.
Und ich habe da noch so mehr so Felsen irgendwie platziert, weil es war irgendwie so langweilig, fand ich irgendwie, ne? Wenn das nur so unten drunter ist, wieso soll das nicht so ein bisschen rüberkommen über die Platte? Das funktioniert ja alles. Und ja, jetzt mit was geht's weiter? Oh, wir haben noch das hier probiert. Das haben wir auch noch ein bisschen grün aufs Dach hier. Voll cool, die Idee. Aber das hat jetzt hier nicht so gepasst. Das war ein bisschen zu komisch irgendwie. Wir haben jetzt aber hier noch so ein bisschen was probiert. Wir haben noch ein paar Sachen ausprobiert mit so Pflanzen irgendwie, dass wir da noch irgendwie sowas drauf machen. Wir wollen auf jeden Fall dieses Blumige da mehr reinbringen auch und haben da auch ein bisschen gewitzelt, aber man muss einfach das probieren und jetzt geht's aber hier weiter und wir haben gesagt, okay, da kaschieren wir die Felsen, die so ein bisschen grobkantig auch sind, die kaschieren wir mit so ein paar Pflanzen da hinten, schöne bunte Pflanzen und jetzt haben wir nochmal was überlegt, ne, ob wir sowas vielleicht oben auf das Dach nochmal machen. Dann haben wir überlegt, nee, die Dinger, die sind perfekt für diesen, für diese Schlucht hier, für diese Gartenschlucht und da kann man so einen schönen Pfad dann machen mit diesen Lampen aus Outer Leben sind die übrigens. Aus dem Outer Leben Gameplay Pack. Ja, jetzt gibt es diese Hängepflanzen. Die sind aus Zeit für Freunde und die passen ja perfekt für, ja. Nee, die sind glaube ich gar nicht. Die sind ja aus romantische Gartenaccessoires sind die. Sorry. Ja, ich komme auch schon ein bisschen durcheinander hier. Das sind schon 20 Packs oder was haben wir hier, ne? Ja, und hier gibt es jetzt einen Pool, weil wir wollten auf jeden Fall bei dem Druidenhaus, so nennen wir das Ding irgendwie so, wir wissen noch gar nicht. Und dann hat's die, wir haben dann Pool gemacht und natürlich die Felsen sind drunter. Und dann sah das so aus wie so eine Felsspalte. Das war echt komisch irgendwie. Jetzt haben wir die Felsen mal so kleiner gemacht und haben den Baby.showhiddenobjects aktiviert. Denn wir wollten im Debug, was wollten wir denn im Debug holen? Die Kristalle. Das haben sich ganz viele gewünscht. Macht mal so einen Kristallpool, das wäre voll cool. Ja, das haben wir gemacht. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt gleich. Wir haben natürlich ewig mal erstmal diese Kristalle gesucht und wir wollten auf jeden Fall richtig schöne Kristalle hier machen. Das wird ein magischer Pool hier quasi, ein magischer Teich eher gesagt. Na, Pool ist ja dann nicht mehr am Ende, weil wir gleiten das schön aus. Ich habe jetzt erstmal die Felsen hier so mal nach außen verschoben, weil das ist ganz schwierig, weil das sind so Tische. Und Objekte, die rasten auf Tischen ein. Und wenn die einrasten, na, ihr kennt das, dann rasten wir aus, weil die sollen da nicht einrasten. Die sollen da schön hier im Pool drin stehen hier. Und wir haben gedacht, okay, wir kleiden den Pool so richtig aus mit Kristallen. Aber dann wurde das irgendwie zu viel. Ne? Wir haben das probiert und wir haben dann verschiedene Farben auch genommen. Aber das war dann irgendwie too much. Ne? Das war irgendwie zu krass. Wir haben den roten dann auch wieder in entfernt und mal geguckt, was gibt es denn da noch? Wir können wir so verschiedene Blautöne nehmen, ne? Und so ein bisschen weiß und blau und so nicht so knallige Farben mischen. Sonst haben wir hier so ein Bayern-Pool, da so blau-rot oder was. Wir müssen hier noch die Felsen, genau den Pool auskleiden mit so Felsen, damit das auch aussieht wie so ein natürlicher Pool. Das haben wir jetzt hier gemacht. Und ja, das sieht einfach geil aus. Ne? Das ist perfekt eigentlich hier. Da kann man so richtig schön die Felsen bis an den Rand des Pools so verschieben. Und hier haben wir dann so teilweise noch so ein paar Felsen rausgucken lassen, damit das eben besser aussieht. Und ja, wir haben jetzt nochmal geguckt, ob wir doch vielleicht die Kristalle unten in den Pool reinsetzen auch. Ne? Damit das nicht nur so oben irgendwie ist, sondern dass die wirklich da unten drin sind und dass die auch wirklich so auf dem Fels so irgendwie wachsen. Ne? Und da haben wir jetzt natürlich die schönen Blümchen genommen und die leuchten so toll und wollten hier auf jeden Fall noch mehr grün machen. Das ist so dieser magische Druidenpool, das Heilwasser oder whatever, sowas in die Richtung. Wir haben das noch so ein bisschen grau ausgekleidet. Wir haben uns überlegt, ob wir es mit Steinen machen oder eher so graufarbig dann nur und haben immer so ein bisschen geguckt, ne, auch was ihr so im Chat schreibt und das ist so krass, ne, also wenn ihr da noch nicht bei dem Livestream dabei wart, macht das mal, guckt mal rein, es ist so witzig, es ist so cool, natürlich gibt es hier Glitzerwasser, ja, und dann brauchen wir noch so einen Einstieg, haben wir gesagt, ne, aber dann haben wir irgendwie, fanden wir den komisch, den Einstieg, und jetzt haben wir hier mit den Lampen, die haben wir versteckt in den Kristallen und das sah so cool aus, weil die werden dann so indirekt quasi beleuchtet und das ist einfach eine krasse Möglichkeit, das Ganze noch schöner zu machen. Und hier unten gibt es jetzt diese Blubber-Dinger und diese Blubber-Pool-Dinger, die hier lassen das Ganze dann nochmal so ein bisschen im Nebel verschwinden und das wirkt dann noch so ein Ticken mehr magisch. Und ja, jetzt kommen noch die Wurzeln. Die sind aus Andi-Arbeit, aus dem Andi-Arbeit-Erweiterungspack und die Wurzeln, die leuchten auch so bei Nacht. Das ist so ein bisschen Avatar-Style irgendwie und da gibt es auch nochmal diese Pilze und alles Mögliche, was hier leuchtet. Passt auch perfekt
zu den Kristallen dazu. Also da haben wir uns echt irgendwie, ja, da haben wir sehr lang, ihr merkt es auch, also wir sind glaube ich auf 400 oder 500% Geschwindigkeit, wie lange wir da in diesem Ding hier rumprobieren. Und ja, wir haben versucht, eine kitschige Variante zu machen, mit so ein bisschen mehr Rosa und so, aber das haben wir dann so wieder zurückgemacht. Ja, jetzt haben wir da unten diese Alien-Pflanzen vergrößert, ne, und so ein bisschen hoch verschoben, damit die auf diesen Blubber-Dingern da liegen. Also das wird richtig alles bis ins Detail hier schön ausgekleidet. Und jetzt haben wir hier was Witziges, oh, das war cool. Das ist Lama, das spuckende Lama, das Heckenlama. Und dann haben wir so ein Sprühdinger da versteckt von den Brunnen. Und das Lama, das spuckt hier Wasser. Ja, das ist so ein bisschen Witz, ne? Es muss nicht immer alles so hundertprozentig irgendwie seriös sein oder so, ne? Es muss hier wirklich auch so ein bisschen Witz mit reinkommen. Und das passt hier perfekt mit dem Lama hier dazu. Jetzt haben wir hier so ein paar kleine Lämpchen noch platziert oder versucht zu platzieren, aber die waren dann so ein bisschen zu metallisch irgendwie. Aber die haben wir gedacht, okay, die müssen wir irgendwie mal rausplatzieren, vielleicht können wir die irgendwo noch verwenden, weil die sind so schön mit so Blümchenlampen, ne? Das passt ja zum Elfengarten-Thema ganz gut dazu. Und jetzt, mit was geht's weiter? Wir gucken uns das an. Wir hatten, glaube ich, hier kurz eine Pause oder so. Die habe ich natürlich rausgeschnitten. Das gleich geht's weiter, kurze Pause. Ja, Pipi-Pause hier nach einer Stunde bauen oder so. Also wollte ich hier mit diesen Ruinenstücken den Pool so ein bisschen auskleiden, damit man diese blöde Kante da nicht sieht. Jetzt haben wir uns das angeguckt, wie sieht das aus mit dieser Umrandung. Die gibt es ja auch mit Zeit für Freunde, diese Umrandung mit so Stein. Aber dieser, ja, das sah eigentlich okay aus, aber es war irgendwie ein bisschen komisch, ne? Wir haben dann noch so probiert, hier so teils so Steine so irgendwie noch rein zu platzieren, damit das nicht so, ja, nicht so eine glatte Umrandung irgendwie ist. Man sieht ja auch die Ecken von dem Pool und das wollten wir eigentlich nicht. Und deswegen haben wir hier überall noch Steine rein platziert, ne? Das braucht eine Menge Zeit, die da so hoch zu schieben. Elevator Style. Elevatieren. Wie haben wir es gesagt im Livestream irgendwie so? Also es ist total krass gewesen. Es macht so viel Spaß. So, wir haben jetzt noch so ein bisschen Matschzeug platziert und haben das erstmal gelassen, glaube ich, oder? Wir haben das erstmal so gelassen oder? Nee, wir haben noch weitergemacht. Ja, wir haben noch weitergemacht. Mit was haben wir denn weitergemacht? Genau. Viele wollten diese Scherbendinger da so haben, diese Leuchtglitzerdinger. Und die haben wir ins Wasser rein platziert. Auf die Wasseroberfläche. Auch hier mit dem Höhenverstellsheet. Das war eine Höhenverstellsheet-Livestream en masse-Folge hier. Also es war wirklich krass. Und das fanden wir so cool, weil das bringt dem Ganzen dann nochmal so einen Ticken, irgendwie, wenn die Kristalle so ein bisschen, so ein bisschen abbröckeln und dann schwimmt das im Wasser und das Wasser saugt die Kristallenergie auf. Irgendwie so, es war so cool. Und es gibt hier auch noch so Alien-Pflanzen zum Kaschieren. Das fanden wir so krass. Also da haben wir uns echt übertrieben. Wir haben es nicht übertrieben, aber wir haben es schon sehr, sehr stark hier genutzt. Aber das sind dann so Punkte, so verschiedene Gebiete in diesem Elfengarten, dann ist mal hier was magisch, dann haben wir mal einen Wasserfall, dann haben wir mal so ein Haus, dann haben wir mal so ein Labyrinth, dann haben wir mal so ein, keine Ahnung, ne? Und das macht das Ganze, glaube ich, so aus. In jeder Ecke ist irgendwas anderes und es ist nicht überall das Gleiche. Jetzt haben wir hier diese Felsen hier so ausgekleidet, quasi noch mit so natürlichen Felsen, wie das die Lucy immer so schön sagt, ne? Die ist da immer drauf und dran, die kann das nicht sehen, wenn hier so glatte Felsen da oben sind, so abgeschliffene, ja, das finde ich auch. Aber die kann das nicht sehen. Wir haben das immer dann gleich gemacht. Das ist so witzig. Und auch hier haben wir jetzt was versucht. Und zwar wollten wir hier diese Abgrenzung quasi machen, weil man muss ja auch noch irgendwo in den Pool reinkommen. Jetzt haben wir probiert, ob die Sims kurz im Live-Modus hierher teleportiert, ob die Oma da reingehen kann. Ne? Also die kann da auch reingehen. Jetzt haben wir gemerkt, die läuft durch den Fels durch. Jetzt haben wir den Fels einfach mal irgendwie so nach unten verschoben, damit das nicht so aussieht, dass die so durchläuft. Und hier auch nochmal so einen Felsen platziert. Ne? Damit das einfach so mal gucken, ja, die kann da nämlich drüber laufen. Das ist nämlich perfekt jetzt. Ja. Und das sieht dann halt richtig cool aus. Natürlich müssen wir das jetzt hier noch so ein bisschen auskleiden, weil die brauchen eigentlich nur so ein halbes Kästchen, brauchen die Sims immer, um irgendwo hinzukommen, ein halbes Kästchen. Und da müssen die jetzt rein so, ne? Und da muss die reinlaufen können. Und das, ja, das passt jetzt einfach, das ist genial, oder? Es sieht so cool aus, bei jedem Licht irgendwie, egal wie man es macht. Es sieht so, so krass aus. Ja, jetzt haben wir da noch so ein paar Wurzeln oder was, haben wir da noch irgendwas? Ich speichere hier mal, genau, ich speichere mal. Ja, speichern muss man auch mal. Oh, da war die Finca noch aktuell. Cool. Das war auch ein schönes Projekt. Oh, ja, ja.
Ja, jetzt was machen wir weiter? Genau, wir machen weiter mit unserem Durchgang hier. Ja, das sind so zwei diese Kunstwerke, aber die finde ich passen ganz gut fürs als so ein Tor, ne? So ein Elfentor, so ein bisschen was. Man hat ja nicht so viele Möglichkeiten, da elfenmäßig irgendwas zu machen, aber das passt halt richtig gut. Und das leuchtet auch so orange, so ein bisschen wie das Dach dann auch. Und da haben wir dann auch unsere Farbe dann nochmal so gefunden. Und jetzt geht's weiter mit dem Platz. Das ist der zentrale Platz. Und der zentrale Platz da in der Mitte ist diese Muse, ne? Das ist so eine Statue, die ist aus romantische Gartenaccessoires und die wollten wir auf jeden Fall in Szene setzen, hier auf unseren zentralen Platz, von dem aus alle Wege, ne, nach der Brücke dann aus gehen und wir haben das jetzt so nochmal zusammengeschoben. Ich wollte es erst ein bisschen größer haben, aber das war dann irgendwie nicht rund und es gibt keine größeren Wölbungsdinger, deswegen haben wir das kleiner gemacht hier, ja, dass das schön richtig in der Kreisform ist und dann wurde ich aber stimmt, weil, ja, die meisten wollten dann, dass ich das wirklich sprühe und nicht als Boden irgendwie mache. Wir haben das nochmal rückgängig gemacht, weil wir da hinten was verschoben hatten. Und das ist ja nicht so gut. Deswegen gibt es hier nochmal, wird es hier nochmal hier neu gemacht mit dem Kreis. Und da ist jetzt die Muse in der Mitte, genau. Und da machen wir das schon hier in diesem Teil. Da haben wir so ein Altar drauf gemacht. Ich weiß noch gar nicht. Und jetzt wollten wir von diesem Platz, von diesem zentralen Platz, wollten wir jetzt so einzelne Wege wegführen. Jetzt haben wir überlegt, ob wir die gleichen Platten nehmen wie vom Platz oder ob wir das so natürliche Sachen nehmen oder ob wir hier für den Platz eben eine andere Bodentextur nehmen. Und da haben wir jetzt geguckt, wie können wir das so ein bisschen kaschieren, so mit so ein paar Blümchen oder so, ne, damit das nicht so eine harte Kante auch ist. Hätte ich dann eh noch irgendwie so gemacht, aber irgendwie war der Kreis dann zu kantig, ne, zu präzise irgendwie ausgestanzt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir sprühen hier. Wir sprühen hier einfach den Kreis und gucken mal, dass wir das so ein bisschen hinkriegen, auch dass es irgendwie halbwegs dann noch so rund ist, aber trotzdem eben frei gesprüht und nicht so ein wirklich komplett runder, ja, genau hundertprozentig runder Kreis hier ist, ja. Und da gibt es jetzt auch nochmal so eine Überlegung, wie machen wir das hier mit der Brücke, ne? Da haben wir diesen Übergang, ne? Und da haben wir jetzt diese Ruinenstücke hier genommen, glaube ich. Genau, die Ruinenstücke hier, das ist ein schöner Abschluss für die Brücke, fällt nachher niemand mehr auf, aber am Ende, es sieht einfach besser aus, ne? Wenn die Kante da nicht so krass hart ist. Hier haben wir dann nochmal so einen Weg gesprüht, so ein bisschen passend zur Straße auch, damit der Übergang stimmt zu dieser Welt, auch ist im Augenblick ganz wichtig, dass die Umgebung so irgendwie passt. Und den haben wir dann auch mal hier so genommen, irgendwie geguckt, wie sieht denn das aus? Und ja, das war dann so ein bisschen sehr betonlastig alles so. Deswegen haben wir da unten nochmal so ein bisschen Gras rausgesprüht hier. Und ja, das ist so unser Kreisverkehr hier. So sieht das aus. Die Elfen müssen in den Kreisverkehr. Und ja, da haben wir so ein bisschen noch geguckt, wie könnten wir das machen und machen wir die Wege dann jetzt doch so irgendwie und ja, wie sieht das aus, wenn man das so ein bisschen auskleidet mit so Pflanzen natürlich ohne Ende, weil wir sind hier im Elfengarten, ne? Jetzt haben wir aber überlegt, nee, wir machen da doch so irgendwie so Steinplatten, ne? Damit der Platz wirklich irgendwie so ein bisschen massiver ist, aber die Wege dann doch so ein Ticken irgendwie natürlicher. Und wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert und auch geguckt, vielleicht können wir das Ding auch so umranden irgendwie, aber das sah auch nicht so gut aus. Also die ersten, die waren dann irgendwie doch so ganz gut, so Wege, ne, die dann zu den einzelnen Treppen oder Häusern führen und man musste dann auch gucken, ne, wir haben ja überall irgendwie Wege, ne, hier nach hinten muss man gehen, zu unserer Hobbithöhle oder was, hier zum Pool muss man irgendwie können und dann haben wir fast nur Wege gehabt von unserem Platz weg und jetzt haben wir hier so Grünstücke da genommen, so Blümchen, die haben wir vergrößert, die sehen vergrößert gar nicht mal so schlecht aus, ne, das sind sehr detaillierte Objekte eigentlich, deswegen kann man die gut vergrößern, ohne dass die irgendwie matschig werden, also das ist mal echt ein guter Tipp, muss ich sagen. Also da bin ich auch erst jetzt hier im Elfengarten drauf gekommen, nach 2 Jahren. Die sind hier bauen ohne Ende. Und ja, das sind so wirklich coole Sachen dann, die dann das Ganze dann auch so abtrennen und nicht so kantig wirken. Ne? Und deswegen haben wir die genommen und hier wirklich ringsrum platziert, hier und bei unserem Weihnachtsbaum. Dann gab es mal in dem Update mit diesem Christmas Pack da oder was, Festive Stuff oder was, wie das heißt. Fröhliche Feiertage, glaube ich, heißt es bei uns in Deutschland. Ja, und noch so ein paar Farbplexe rein. Die Pflanzen sind eh voll cool, diese lila Blüten, weil die haben verschiedene Farben bei verschiedenen Tageslichtverhältnissen, ja. Und da wollten wir jetzt auch noch so ein bisschen mehr Magie irgendwie reinbringen unter die Muse, damit die noch so ein Ticken mehr elfisch, magisch aussieht, so ein bisschen. Und ja, wir gucken da jetzt rein, genau, wir haben so ein bisschen Späßchen gemacht mit den Kürbissen und so. Aber dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir so ein paar Kerzen irgendwie hinstellen, ne? Hier wird der Muse, die wird hier verehrt und eine Glorolle kommt an. Oh Mann, wir waren da ein bisschen crazy drauf dann so.
wenn es dann spät wird, Samstagabends, dann sind wir ein bisschen, ja genau, und so ein Kind hat so ein Pferd geschnitzt und gesagt, hey, das schenke ich der Muse. Und wir haben so ein paar Sachen einfach gesucht, so ein paar Deko-Sachen, die man da der Muse irgendwie hinstellen könnte. Ne? Und dann haben wir so geguckt, wir könnten da auch hier so einen Stein irgendwie, hat sich jemand verewigt oder der erste Elf war hier oder was weiß ich, ne? So ein bisschen storymäßig den Elfengarten nochmal aufgewertet. Jetzt gibt es hier noch so Vasen. Das war auch eine Idee, dass man da so, ne, so Opfergaben so ein bisschen reinmacht und ja, so ein paar Blümchen noch. So ein paar Blümchen. Jetzt haben wir, glaube ich, haben wir das jetzt schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir wollten so lose Blumen da platzieren. Das habe ich aber hier so ein Bogen hier noch gefunden. Das fand ich dann auch irgendwie, das passt irgendwie zu den Elfen, keine Ahnung. So ein Pfeil, der liegt hier mit Absicht auf dem Boden und so ein bisschen Post haben wir überlegt, so ein paar Briefe. Nee, das haben wir gelassen. Genau, so ein Lama. Oh ja, das ist cool. Das Lama hat jemand gemacht aus Ton für die Muse. Und dann haben wir so einen kleinen Schrein gehabt und ja, das lockert das Ganze so ein bisschen auch auf. Und wir haben jetzt hier noch geguckt, ob wir die Muse irgendwie noch so ein bisschen ausleuchten können oder erstmal die Brücke, ne? Das haben wir bis heute noch nicht gemacht. Oh, dann müssen wir nochmal ran. Gut, dass ich nochmal hier das auch nochmal angucke hier. Wir haben uns überlegt, ob wir so Lampen nehmen, aber die waren so ein bisschen zu kitschig irgendwie. Also ich fand die gar nicht mal so schlecht, aber es ist immer so ein bisschen, ja, wie weit geht man? Lässt man es weiß? Lässt man es, versteckt man das Licht? Oder hängt man die vielleicht an den Baum hin oder irgendwie sowas? Ne? Also wir haben überlegt, wie könnten wir da noch was Cooles irgendwie kombinieren? Das ist immer das Wichtige, dass man da so neue Kombinationen irgendwie ausprobiert und dann eben, ja, was Neues damit dann kreiert oder zusammenstellt quasi. Und ja, hier haben wir den Weg jetzt mal ausgekleidet, mit den Blümchen so ein bisschen geguckt, dass das gut aussieht. Hier nochmal die Farben durchgespielt und geguckt, was könnten wir denn nehmen. Wir fanden das Weiß dann aber gut, ne, das passt halt zum Rest, komplett dieses Weiß. Und dann dieses Orange passt ja dann auch. Und ja, wir haben jetzt nochmal hier versucht, so ein paar Lampen zu verstecken hier im Arsch von der Muse. Die haben wir so rein platziert, weil es sind, wenn man das so Straßenlaternen nimmt, die haben sehr, sehr gutes Licht. Und das haben wir jetzt auch nochmal so orange irgendwie gemacht, ne? Und dann leuchtet die auch noch so ein bisschen orange und dann passt das mehr so zusammen, auch zu diesen anderen Sachen, was wir da so haben. Wir haben ein bisschen helleres Orange so genommen, sonst war die zu blutig irgendwie, das ist eine blutige Muse. Und sehr, so ein helleres Orange und dann passt das ganz gut und dann wird die schön warm beleuchtet bei Nacht und wir haben das so einheitlich irgendwie gestaltet. Es gibt hier noch so Kerzen, die haben wir genommen, die sind aus Gartenspaß, Accessoires, die leuchten so schön, die haben so eine schöne Flamme und jetzt gibt es hier noch so Bänke. Da haben wir auch wieder diese Schnörkelbänke genommen, natürlich für die Elfen, ne? Und das ist so dieser zentrale Platz, oh, das wird so cool. Ich freue mich so, wenn wir da drin endlich mal die Elfen erstellen, das machen wir auch noch in dem Livestream und dann da drin auch so ein bisschen Let's Playen, oder? Habt ihr da Bock drauf? Könnt ihr gerne mal schreiben. Oh, das sehen ihr auch mal noch hier beim Pool. Was macht denn die da? Ja, ja. So, mit was geht's weiter? Geht's noch weiter mit was heute? Sind wir schon am Ende? Wir haben noch ein bisschen Q&A gemacht, genau. Wir sind am Ende, langsam aber sicher. Das war die dritte Speedbuild-Folge hier zum Elfengarten für die Sims 4. Und ja, ihr könnt natürlich weiterhin Kommentare schreiben, was ihr euch da noch wünscht, wenn ihr auch Ideen habt oder wenn ihr irgendwas seht und sagt, hey, das könnte man doch so machen oder hey, macht das doch so oder wie findet ihr das und so. Schreibt das gern rein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gern den Daumen nach oben klicken. Vielen lieben Dank. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Elfengarten Speedbuild oder eben zum Livestream. Guckt mal rein. Ja, bis denn. Macht's gut. Ciao.